Willkommen zurück zu Let's Play Divinity Original Sin. Beim letzten Mal habe ich mal das Vergangenheit kurz zusammengefasst, weil ich nicht machen konnte, weil die Gegner zu stark waren. Und deswegen befinden wir uns jetzt wieder in Hieberheim, unser kleiner Abstecher, zurück in den Lukula Wald. Hab damit ein viel zu frühes Ende gefunden. So, jetzt stellt natürlich die Frage, wo sollen wir zuerst hingehen? Ich habe auch schon eine Idee, weil hier wird nämlich eine Gefängnisfalltür markiert und ich denke mal, da werden wir einfach mal hinmarschieren. Wo bin ich? Ah ja, genau, Position 1 muss drücken. Da bin ich. Die gelben Punkte, da sind nur Tiere. Ah ja, und der Kamerad hier steht unter Fäulnis. Das heißt, ich müsste also wieder was finden. Guck mal, da sind ja Leute. Makellose? Ich hasse Makellose. Hast du was zu verkaufen? Ah, du hast ein bisschen Geld. Vielleicht kann ich dir noch was unterjubeln. Ah, ja. Kann ich. Das mache ich, bevor ich dich töte. Oje, was soll das denn hier sein? Womit haben wir den Besuch eines interessanten Eindringlings verdient? Sprecht, Liebster, denn eure Anmut wird euch nicht vor einem schnellen und brutalen Ende bewahren. Wenn wir euch als Gefahr ansehen. Bin ich nicht noch offiziell einer von euch? Ich werde euch die Bedeutung von schnell und brutal beibringen, wenn ihr mir im Weg steht. Es wäre doch wirklich schade, wenn wir uns die Köpfe einschlagen, wenn wir die Zeit dazu nutzen konnten, uns wenigstens besser kennenzulernen. Keine Sorge, mein Herr. Ich möchte mich nur umschauen und würde eure Gruppe nur ungern stören. Ah, seid ihr am Arsch? Seid ihr doof? Hier. Hab gewonnen. Mit Leertaste drücken. Na. Wir sollten diese unberührten Schnee, wenn möglich, nicht mit gewonnenen Innereien verschmutzen. Kommt mit uns, Fremder, aber haltet euer Temperament im Zaun. Ich wollte ihn eigentlich auslöschen. Das ist krass, dass ich gewonnen habe und das dann mit Automatik. Das ist cool. Netter Ort. Jawohl, eher nicht. Hieberheim heißt dieser Ort. Zumindest nennt es der Herrscher so. König Boreas, ich habe wirklich genug Schnee für den Rest meines Lebens gesehen. Meine Hände sind taub, meine Füße sind taub, meine Lippen sind blau und ich spreche lieber gar nicht erst vom Rest meines Körpers. Wenn nur eine stärkere Sonne Boreas Winterzauber brechen könnte. Erzählt mir vom König. Die meisten würden ihn einfach als irren Tyrann bezeichnen, der sich an seiner Macht ergötzt und dieser Sturm ist der Beweis dafür. Aber letzten Endes ist er nichts weiter als ein Mittel zum Zweck. Wir Makellosen haben eine Verabredung mit ihm. Wir bekommen seinen Sternstein, er herrscht über dieses Land. Rein zufälligerweise ein Sternstein, genau das, was ich brauche. Ihr seid also eingeweiht in die wichtige Informationen. Ah, nochmal Schnickerschnuck. Das stimmt, Das stimmt, französisches Kauderwelsch. Aber welchen Anreiz habe ich, mich einem kürzlich angekommenen Fremden mit wie euch zu öffnen? Ihr seid vielleicht quälend faszinierend, aber dennoch fehlt mir noch etwas. Wir können offen sprechen oder warten, bis ich meine Klinge an eure Kehle drücke. Wie auch immer, wir werden reden. Nur wer gibt, bekommt auch dafür, nicht wahr? Warum einigen wir uns nicht auf ein kleines Pläuschen, nur ihr und ich? Ich möchte euch mit diesen Informationen nicht schaden. Und möchte nur mehr über das Treiben an diesem merkwürdigen Ort erfahren. Wir sind doch Idioten. Schnick, schnack, schnuck. Mit Leertaste wieder gewonnen. Was soll die Scheiße? Warum spiele ich das eigentlich aktiv, wenn ich einfach Leertaste drücken kann? Ups. Nein. Ich habe versehentlich die falsche Taste gedrückt. Nein, nicht schlimm. Oh, ganz vorsichtig, Liebster. Mit diesem üblen Temperament gewinnt ihr vielleicht ein paar Gefälligkeiten. Denkt aber daran, dass nicht nur ihr es gerne hart angehen lasst. Also, was möchtet ihr gerne wissen? Nun, ihr könnt mir jetzt vielleicht sagen, was ihr hier tut. Wir Makellosen wurden hierher geschickt, um die verruchte weiße Hexe dem König des Winterlands Boreas zu übergeben. Aus seinen Zellen entkommt niemand und es ist auch gut so, denn die Hexe soll eine Gefahr für unsere geliebte Mittlerin sein. Sie, die für die Göttin spricht. Als wir hier waren, schlachteten wir auch eine große Menge Imps ab, um einen großen Blutstein für unsere Herren zu erschaffen. Ein wagemütiges Unterfangen.
dem wenige entkamen, und wir Makellosen zogen aus, um sie zu fangen. Als wir uns in die Wildnis vorwagten, schienen die Elemente komplett außer Kontrolle. Dieser Schneesturm begann zu wüten und es ist seitdem nicht schwächer geworden. Und um diesen Wahnsinn noch größer zu machen, sind Elementarsoldaten zum Angriff übergangen, aus welchem Grund auch immer. Viele von uns sind gefallen, jetzt sitzen wir hier im Sturmfest und wagen uns nicht von den Lagerfeuern in die Tundra. Aha. Ich weiß nicht, ob ich die töten soll, weil eigentlich sind das ja auch nur ein paar überredete Seelen oder ein paar Leute mit Gehirnwäsche, ne? Außerdem, der hat einen Namen. Stufe 11 nur, ja. Ich suche die weiße Hexe. Viel Spaß bei der Suche, Wanderer. Sie ist jetzt in der Obhut von König Boreas und noch niemand ist aus diesem Wintergefängnis entkommen. Was machen die Imps hier? Sie sind Bauarbeiter, Sklaven. Sie kommen von einer anderen Ebene, auf der Dämonen herrschen. Aber irgendwie sind sie entkommen, entflohen aus den teurigen Tiefen, um nur um Gefängnisbauer für den König, für einen König aus Eis und Frost zu werden. Wahrscheinlich wussten diese dämlichen kleinen Mistkerle nicht, dass sie für das größte Gute geopfert werden würden. Aber ein Hühnchen weiß wohl auch nicht, dass es bald aufgegessen wird. Warum sind die Elementare feindselig? Eure Vermutung ist so gut wie meine. Sie scheinen den letzten Rest Verstand verloren zu haben, seit der Schneesturm begonnen hat. Das Gleichgewicht der Elemente scheint schwer gestört zu sein. Wir sollten hier verschwinden, bevor es zu schlimm wird. Der Blutstein? Die Gesegnete ist noch immer in der Elementarschmiede im Norden und wartet auf die Lieferung ihren letzten Impfopfer. Was genau ist die Elementarschmiede? Der Name sagt schon alles. Eine Schmiede, die so mächtig ist, dass sie die Elemente in ihren Flammen zähmen kann. Die Imps haben mit ihr ihre teuflischen Geräte hergestellt. Jetzt schmieden die Makellosen in ihr einen Stab, aber ich sollte jetzt wohl lieber schweigen. Ich muss zum Gefängnis. Leider kenne ich keinen Weg und möchte es auch nicht. Wenn ihn aber jemand kennen sollte, dann bestimmt ein Imp. Ihr solltet also lieber einen Lebenden finden, bevor wir es tun. Wir stellen keine Fragen, wir töten. Ich könnte euch jetzt auch einfach umbringen. Und ich halte das immer noch für eine gute Idee. Ich war doch eben noch so kalt, oder etwa nicht? Jetzt nicht mehr? Und da sind schon die ersten gegangen. Ja. Was ist mit ihr passiert? Achso, es sah eben so aus, als ob die nackt wäre. Warum auch immer. Verbrennung fehlgeschlagen. Na, der ist doch fast tot. Naja, es sind eben doch nur Makellose und... Makellose darf ich töten. Was schreist du so, Hühnchen? Ich hab doch noch Punkte. Warum kann ich dich nicht angreifen? Ernsthaft, warum geht das nicht? Weil du kein Feind bist. So einfach ist das. Ich könnte aber trotzdem, wenn ich wollte. Da war doch noch einer. Irgendwo hier lebt noch einer. Ja, warum ist er im Schnee eingegraben? Ernsthaft, warum? Ich kann schon wieder nicht auf den schießen. Und jetzt? Auch nicht. Und damit? Auch nicht. Und damit? Ah, das trifft. Was ist das? Explosion, ne? Lebt er immer noch? Nein. Was hast du, Hühnchen? Och Mädchen, was machst du denn da? So, die ist alles eingefroren.
So. Kommst du jetzt rüber? Nein. Na, ah, was soll die Scheiße? Komm, steh auf. Ich muss doch nur bis zum Feuer kommen. Jetzt wird's peinlich. Kommst du jetzt durch? Hör mit der Scheiße auf, Mädchen. Das nervt langsam. Jetzt hält die wahrscheinlich nochmal hin. Nein. Sie steht. Jetzt kann ich das Feuer anmachen. Schmilzt die Scheiße hier hoffentlich. Oder auch nicht. Patsch, hingefallen. Nicht? Ich möchte gerne bis zum Hund kommen. Er spricht nicht mit mir, ihr jault nur. Aber lass halt die jaulen, ist mir egal. Der geht auch nirgendwo fest oder so, ne? Der ist einfach nur am Rumjammern. Was haben wir denn hier eigentlich? Heiltränke. Und wir könnten das hier mitnehmen. Du nimmst die Pfeile wieder mit. Den Rest kann ich liegen lassen. Was haben wir denn hier eingesammelt? Gute Frage, was haben wir hier eingesammelt? Ist super, wenn ich mir merke, was ich einsammle. Ne? Mal gucken, vielleicht habe ich hier irgendwo. Nein, hier nicht. Ich habe gedacht, da kommt vielleicht ein Lock, auch was ich angesammelt habe. Irgendwas Blaues war das, ne? Haben wir vielleicht eingesammelt? Nee. Puh, ja, was soll's. Nein, ernsthaft, was war das? Das stört mich jetzt. Was war das? Keine Lust mehr zu. So, einfach weitergehen. Ist mir egal. Es wird schon extrem unwichtig sein. Das ist ein Schlüssel? Nein. Was ist hiervon? Sortier es einfach mal. Ist schon ein bisschen doof, wenn man etwas sucht, was man bekommen hat und nicht weiß, was es war. Okay, dann gehen wir mal weiter nach oben. Da sind wieder Kristalle zum kaputt machen. Das sind ja Gefängnisse. Da sind Kisten. Na, lass die Kiste Kiste sein. Da sind seltene Sachen drin. Oho. Ein Gesicht. Geht's da rein? Ich höre Stimmen. Ein Hügel. Thank the gods for our trusty shovel. The hatch. May it lead us to the prison, like we were told. Na. Vielleicht. Aber das war eine Truhe. Von hier kam Stimmen. Da. Wollt ihr mich verarschen?
bist du denn? Schneeschamane. Mit unendlich vielen Wölfen am Start. Hör mal, Mädchen. So geht das aber nicht. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Aber der latscht einfach hin. Was ist denn? Wir blendet und trotzdem habe ich getroffen. Oh, egal. Du stehst so wieder so nutzlos rum und triffst nichts. Außer alle. Aber trotzdem ein bisschen bleibst du nutzlos. Du gehst einen Schritt näher ran. Ja, wir haben hier noch ein bisschen Bums und Brutzel und... Ich glaube, ich nehme das weggesteppe. Ja? Achso, du triffst den nicht, weil es weit weg ist. Oh, dann halt. Erklär's mir bitte mal, warum du gar keinen Sound hast. Jetzt hast du wieder Sound. Geh ein paar Schritte näher ran. Oh je, das sind extrem viele Wölfe. Och nö, jetzt buffen die sich auch noch gegenseitig. Seid ihr aber mal fertig? Wen schlägst du denn da? Ach, da hat sich jemand versteckt. Und sie ist auch noch eingefroren. Na toll, die mit den stärksten Flächenschaden, die ist nicht eingefroren. Das hast du jetzt davon, weil du dich bewegt hast. So, hier sind drei. Da sind zwei. Das sind alle in meinem Radius, dann feuer ich. Das sind immer noch so viele. Krass. Da wäre noch einer. Ja, auch wenn ich jetzt die eigenen Leute treffe, interessiert mich irgendwie gerade gar nicht, aber nee, lieber doch nicht. Eisschaden. Das geht natürlich auch. So, du bist dran und was kannst du jetzt für mich machen? Du kannst ihn töten. Und jetzt haben wir noch zwei Wölfe. Wo sind die denn? Da steht einer und der bei dem, ne? Ah, da ist der, okay. Wie ist blockiert? Immun gegen Unterkühlung. Ist nicht so schlimm. Sind immer noch zwei Stück. Ups. Umgehauen. Und? Tot. Jetzt bleibt uns nur noch dieser letzte Wolf hier. Treff ich den? Ja. Ein bisschen. Nein, nein. Ach, ich mag das nicht, wenn die einfach hier ihre Züge beenden. Man geht dann einen Schritt, ohne nachzudenken, und dann zack. Von Recki. Scheiße am Arsch. Schieß mal bitte so auf den Wolf, dass du nicht gleich alle triffst. Okay, dann eben hier. Ha! Idiot! Ich drücke auf den anderen Pfeil und der schießt einfach. Das hat viel Schaden gemacht. More's the pity.
Ja, Heilung. Und zwar einmal bei jedem einmal. Außer bei Vergifteten natürlich. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben jede Menge nichts. Ah, an der Truhe war glaube ich auch nicht so viel drin, ne? Nehme ich einfach mal mit. Das könnte ich doch bestimmt wieder mit irgendwas verzaubern. Was gar keine schlechte Idee ist. Was hast du denn für eine Robe an? Eine richtig starke Robe. Was hast du an? Immer noch etwas mit zu viel Verteidigung und zu viel Intelligenz. Lass ich das einfach so. Tja, da war jetzt nicht so viel drinne. Und da hinten sind auch noch ein paar Gegner. Falls habe ich ja Stimmen gehört. Ja, makellose. Ganz viele davon. Was war das denn? Was zum... Ein Schneemann, der einen Hasen jagt. Also hier gibt es wirklich viele lustige Dinge zu entdecken, bevor man auch nur daran denkt, ins Gefängnis zu gehen. Und wir werden erst in der nächsten Folge weitermachen. Und dann sprechen wir mit denen hier erstmal. Boah, da gibt's noch mehr. Oh, das ist wieder alles so groß. Alles so viel zum Entdecken. Oh, guck mal. Ein Portal. Ein Wegschrein. Da möchte ich dann auch noch hin. Gut. Bis dann, macht's gut.